Ja, nun zum absoluten Höhepunkt der Stegos Fight Night. Es geht um die WKA-Krone im Super-Schwergewicht über 95 Kilogramm nach Thai-Box und K1-Regeln. Die Einmarschmusik wird gesungen von der Formation 2DNM. Zwei witzige Rapper, die hier Besim Kabashi mit ihrem Song auf den Weg in den Ring begleiten. Tja, und dieser Besim Kabashi, absoluter Publikumsliebling hier in München, trifft auf den jungen Luca Panto aus Italien. Brandgefährlicher Mann, Typ wie aus Stein gemeißelt. Und vor allen Dingen vor diesem eingesprungenen Knie des längeren Herausforderers, da hatte man im Steko-Lager Respekt. Aber das wurde bestens trainiert mit Florian Pavic, der ja auch 1,92 Meter lang ist. Und da musste Besim Kabashi sich immer wieder mit diesem eingesprungenen Knie beschäftigen. Und schon in dieser Anfangsphase kam Luca Panto kaum dazu, seine gefährliche Waffe einzusetzen. Im Gegenteil, er kassierte hier linke und rechte von Besim Kabashi. Der hat Respekt vor dem langen, jungen Mann aus Messina auf Sizilien. Und er hatte nach den ersten zwei, drei Rechten von Besim Kabashi natürlich auch Respekt vor dem Titelverteidiger, der ja zu den gefürchteten K.O.-Schlägern seiner Zunft gehört. 41 Kämpfe hat er schon bestritten. Ja, gute Aktion. Linke jetzt zum Kopf von Kabashi, von Panto. Der 41 Kämpfe bestritten hat, 38 Siege errungen. Also einer, der keinem da aus dem Wege geht. Ist italienischer Meister, war Vaco-Weltmeister. Also nicht irgendein hergelaufener Gegner mit einer tollen Figur. Nee, der hat schon einige große Erfolge erzielt. Bei Besim Kabashi muss man immer aufpassen, dass er nicht so heißblütig an die Sache rangeht. Und dann war es in Runde 1 schon vorbei. Eine knallharte Rechte. Schauen Sie mal, da wird jetzt der Mundschutz gesucht. Er wird ihn doch nicht verschluckt haben. Nochmal, da ist der Kampf abgebrochen. Goran Filipovic geleitet. Panto noch in seine Ecke. Besim Kabashi hat diesen Kampf mal wieder für sich entschieden. Er kann es nicht fassen, Luca Panto da in diesen rechten Hammer gelaufen zu sein. Hat er nicht aufgepasst. Da wird nochmal geguckt, na, wo ist denn der Ringschutz? Und ich kann das Rätsel auflösen. Er wird dann irgendwann in der vierten Stuhlreihe gesichtet und gefunden und als Souvenir damit nach Hause genommen. Hier noch einmal dieser knallharte rechte Batsch. Und da fliegt er weg, der Mundschutz, haben Sie es gesehen? Besim Kabashi, der alte und neue Weltmeister. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann gleich wieder zurück. Besim Kabashi, Jumbo Schreiner, der Fernsehmoderator, überreicht den Weltmeistergürtel, den neuen. Er ist ja auch Weltmeister im Schwergewicht, jetzt auch im Super-Schwergewicht. Und da freut er sich zu Recht. Besim Kabashi, von dem wir noch einiges hoffentlich sehen werden, auch bei der nächsten Stegos Fight Night am 4. Dezember hier wieder in der Zenithalle. Wir haben hier tollen Sport erlebt, tolle Kämpfe und ich denke, die Fans, die 2800, die erschienen sind, die werden wiederkommen. Hier die glorreichen vier an diesem Münchner Kampfabend. Er guckt etwas betröppelt. Ja, hat er sich anders vorgestellt. Aber so kann es eben kommen, wenn man gegen einen Weltklasse-Mann
die Besim Kabashi nicht aufpasst. Hatte, sondern einer wird heute ganz große Schmerzen haben. Und ich glaube, das ist der Gegner von Besim Kabashi, der Italiener. Aber mal ganz kurz da noch ein Satz zu 22 Jahre jung. Unglaublicher Mut. Und dann kriegt er eine Fackel ab, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr seinen Namen weiß. Ja, das sah so aus. Ich konnte es nicht ganz genau sehen. Es war, glaube ich, eine schwere Rechte. Ne? Also schwer war sie auf jeden Fall, weil ich hatte das hier, ne? Und der war saftig. Ne? Wobei mir gerade seinen Kampf absolviert. Dirmo Schreider, ich meine, die Gewichtsklasse, die ist ja irgendwo identisch. Hast du die schon mal versucht in dieser Sportart? Nee, um Gottes Willen. Der Sportart, das lasse ich lieber sein. Das lasse ich solchen Jungs wie dem Bäschen. Da lasse ich dem die Bühne. Das kann der viel. Ja, in München. Und ich sage ciao und gute Nacht.